Herzlich willkommen zu dem Podcast Das philosophische Sofa. Mein Name ist Christian Funke und ich treffe mich regelmäßig mit meiner guten Freundin Vera Höger, um über Philosophie, Philosophen, Ideen und die großen Fragen der Menschheit zu sprechen. Immer geht es dabei auch um die Frage, was ein gutes Leben sein kann. Es gibt kein Skript und keine Schnitte und manchmal sind wir am Ende überrascht, wohin uns das gemeinsame Gespräch geführt hat. Immer haben wir viel Freude an unseren Begegnungen und dem Austausch und die wünsche ich Ihnen nun auch. Willkommen auf dem philosophischen Sofa. Hallo Christian. Guten Tag, Vera. Ja, wieder mal Zeit, einen Podcast aufzunehmen. Und wir haben uns bei unserer letzten Folge, bei unserem letzten Treffen, darauf geeinigt, uns darüber unterhalten, dass wir uns heute mit dem Kapitalismus beschäftigen möchten. Und da war ich erst ein bisschen skeptisch, weil wir wollen ja hier philosophische und keine ideologischen Gespräche führen. Mhm. Aber du konntest mich beruhigen, weil dieses Thema hat einen ganz konkreten Anlass. Und der Anlass, genau, der Anlass, davon erzählst du uns jetzt ein bisschen, bitte. Der Anlass war der, dass einer unserer Zuhörer in einem Kommentar sein Bedauern darüber ausgesprochen hat, dass wir beide hier auf unserem Sofa so negativ konnotiert über den Kapitalismus sprechen. Mhm. Das wollte ich zum Anlass nehmen, weil ich diese Sitte aufnehmen wollte, mit den Zuhörern zu interagieren. Ein schöner Gedanke. Was wir vielleicht auch nochmal gleich zum Anlass nehmen, wirklich alle und jeden gerne aufzufordern, wenn Ihnen was auffällt, wenn Sie was loben wollen, aber auch wenn Sie was kritisieren, uns gerne in den Kommentaren das wissen zu lassen. Und wir lesen das und wir beschäftigen uns damit und freuen uns darauf. Ganz im Sinne der Vernunftfolge, ja, dass wir in ein oder öffentlichen Raum schaffen wollen, in dem Sie auch mitreden können, mehr oder weniger direkt, aber zumindest Impulse geben. Der Impuls des Zuhörers, ich möchte Ihnen das mal vorlesen, das ist zu unserer fünften Podcast-Folge, ja, zur Folge der Stoa. Er sagt, er höre unsere Podcast-Reihe gerne und gewinne daraus zahlreiche Impulse. Es fiel ihm allein einzig auf in dieser Episode, dass die Arbeitswelt und der Kapitalismus allgemein negativ konnotiert werden, was er nicht recht nachvollziehen kann. Denn warum solle die Philosophie nicht als Lebensschule genutzt werden, um in der Arbeitswelt etwa besser zurechtzukommen und dort die Ziele, die wir selbst haben, besser zu erreichen? Die Arbeitswelt ist nämlich, so fährt er fort, heute neben der Partnerschaft der Ort, an dem wir am meisten merken, dass unsere Charaktere und Verhaltensweisen unausgereift sind und uns im Weg stehen. Und die in Bezug auf den Beruf gewonnenen philosophischen Erkenntnisse können dort direkt erprobt werden und ins Private zurückwirken. Das klingt erstmal sehr vernünftig. Durch und durch. Meine ich auch. Das ist ein sehr qualifizierter, durchdachter Kommentar. Schon allein die, ja, dass man sich selbst als in der Struktur begriffen sieht, als unvollkommen vielleicht und in verschiedenen Lebensbereichen wirkend und unter denen eben hauptsächlich die Partnerschaft und die Arbeitswelt. Genau. Und im Sinne der Work-Life-Balance vielleicht, hoffentlich vielleicht auch noch etwas mehr oder... Ja, aber sind die Räume, wo die Lebenswelten, in denen wir die meiste Zeit verbringen, wo wir am meisten in Beziehung gehen, insofern sehr vernünftig. Ja. Nun, der Kapitalismus ist natürlich das Umgreifende und das Umfassende, in der auch unsere Partnerschaft stattfindet und in der unser Arbeitsleben stattfindet. Ja, also sicherlich wirst du recht haben, weil ich würde es gar nicht wagen, dir zu widersprechen. Ja, das ist ja eine schöne Voraussetzung für ein Gespräch. Nein, du merkst, ich lache. Das war ein bisschen mit Scherz behaftet.
Da gibt es ja vielleicht zwei Ansätze. Also sage ich jetzt mal, also einmal der Kapitalismus wirklich rein als Wirtschaftskraft, wo man sagt, da liegen Produktionsmittel nicht bei allen, sondern bei wenigen und die anderen bringen ihre Arbeitskraft ein. Und dann der Kapitalismus vielleicht auch als gesamtgesellschaftliches System. Ja, das ist es, denke ich. Ja, aber dazu glaube ich, genau dazu müssen wir nochmal ein bisschen unterscheiden und ein bisschen deutlich machen. Ja, ich denke, erstmal muss man ganz allgemein sagen, nur weil wir in etwas leben oder nur weil etwas die Voraussetzung für all das ist, nein, anders gesagt, nur weil etwas uns allgegenwärtig begleitet, müssen wir uns ja noch lange nicht dem anpassen. Insofern würde ich mal ganz polemisch in diese Diskussion hineingehen und sagen, vielleicht hat es Sinn, wie der Philosoph Adorno mal so prägend gesagt hat, es gibt kein richtiges Leben im falschen Leben. Ja. Vielleicht ist es an sich ganz falsch, dass das Umgreifende da ist, meinte er ja damit, der Adorno. Das ist ja zum geflügelten Wort geworden. Unser Zuschauer, so verstehe ich es, so greife ich es auf, meint ja, wieso sollten wir nicht Philosophie ausprobieren im Kapitalismus, damit wir dort vielleicht was werden, also durch philosophische Erkenntnis, vielleicht gelassener. Das war ja immerhin zur Stoa-Folge. Ja. Damit wir selbstbestimmter leben können im Kapitalismus. Das ist ja so, das wird jetzt sehr theoretisch, aber mir fällt das gerade dazu ein, deswegen muss ich es kurz loswerden. Das ist ja eine Frage, wie umfassend der Selbstentwurf sein kann. Also, wenn ich in einem bestimmten System lebe, kann mein Selbstentwurf ja nur bedingt außerhalb dieses Systems stattfinden. Außer es hat dann erhebliche Konsequenzen für mich. Ne? Klar, ich kann im Wald mir ein Loch graben und. Und da glücklich werden. Oder auch nicht, whatever. Aber dann lebe ich immer noch in der Negation, dann lebe ich immer noch in der Ablehnung zu leben. Ja, das stimmt. Ich denke, heutzutage kann niemand dem System den Rücken kehren. Und dieses System nennen wir jetzt mal den Kapitalismus. Ja, nennen wir das so. Und ich gebe dir da recht. Da gebe ich dir absolut recht. Und jetzt will ich mal die Namenskritik machen. Ich glaube, es ist nach wie vor denkfaul, wenn man sich damit begnügt, zu sagen, der Kapitalismus. Das ist absolut unpräzise. Das ist durch und durch unüberlegt und einfach nur aufgegriffen von politischen Ideologen. Also ich selbst habe natürlich auch so gesprochen, ist wahrscheinlich auch der Hintergrund. Ja. Und wir alle reden vielleicht unpräzise oder können in dem Moment, wo wir es äußern, nicht immer das sagen, was wir damit selbst meinen und in welchen Zusammenhängen wir es meinen. Das würde dann auch manchmal etwas total sprengen. Ja. Also wenn wir dann wieder anfangen, das Wort noch zu erklären, so weil wir über was ganz anderes sprechen. Das könnte es nicht. Aber lass uns doch heute mal dieses Paket, dieses Wortpaket aufschnüren. Lass uns doch heute mal einfach mal gucken, was in dieser Worthülse, der Kapitalismus, so alles drinsteckt. Du sagst ja schon, eine Form des Erwirtschaftens, eine Form der Produktion, irgendwas Gesamtgesellschaftliches. Es kommt ja interessanterweise, dieses Wort in seiner so prägnanten Bedeutung haben ja auch Philosophen mitgeprägt. Ich denke da an Karl Marx und Max Weber. Letzterer vielleicht nicht für seine Philosophie berühmt geworden, aber immerhin zwei Intellektuelle mit philosophischem Hintergrund. Der Weber hat das ganz stark in Zusammenhang gebracht mit seiner Entstehung im Protestantismus. Und Karl Marx hat es ganz prominent analysiert in seinem Buch Das Kapital, Untertitel Kritik der politischen Ökonomie. Und war noch in politischen Aktivitäten beschäftigt, sodass wir bis heute Karl Marx als irgendwie philosophisch-politische, Heroen sehen, der es ist bekannt zumindest. Ja. Also ich denke, die meisten Menschen, wenn die auch nicht immer genau wissen, was, aber die können irgendwas mit dem Namen anfangen. Und also der Kapitalismus hat vielleicht gerade wegen Karl Marx und der durch ihn in die Welt gebrachten Theorie diesen Klang, den wir heute hören. Denn dieses Wort, das klingt ja. Also wenn man das anklingt, hört man immer politisch,
linke Gesellschaftskritik. Mhm, das stimmt. Und ich weiß, und das ist jetzt auch wirklich nur so eine Ausbuchtung, gar nicht, ob das überall auf der Welt genauso ist. Also bei uns ist das sicher so, gerade vielleicht so in etwas intellektuelleren Kreisen, da ist das sicherlich so, würde ich sagen, entspricht meinen Erfahrungen. Mhm. Aber ob das auch überall in Amerika so ist und überall in Indien und überall in Japan, weiß ich gar nicht. Es gibt, soviel ich weiß, eben außerhalb von Europa, gerade im westlich geprägten Teil außerhalb Europas, also Nordamerika und Australien, einen sehr positiven Begriff von Kapitalismus als dem Versprechen und Garant für Freiheit, für Wohlstand und für Sicherheit. Mhm. Und der Kampfbegriff dort ist vielleicht was Ähnliches ist dann Kommunismus. Mhm. Ja. Man weiß ja, dass in den Vereinigten Staaten schon Kommunismus anfängt, wo wir nur über Sozialdemokratie sprechen. Ja, ja. Ja, also bei uns ist es aber so. Und was meint es denn? Also warum ist es so unscharf, wenn wir so allgemein von Kapitalismus sprechen? Ich glaube gar nicht so sehr die Bedeutung, sondern was mit dem Wort bewegt werden soll. Mhm, okay. Denn Revolution steckt dahinter. Mhm. Also das zieht ja insbesondere immer so gern junge Menschen an. Mhm. Was schön ist, also ne, diese Dynamik des Jungen und der Veränderungswille ist ja eine wichtige Kraft in jeder Gesellschaft. Ne? Das ist, und die Jungen sehen in gewisser Weise die Welt noch von außen. Mhm. Sie werden noch herausgehalten sozusagen aus der bürgerlichen Gesellschaft und haben vielleicht noch so einen äußeren Blick und dann ich denke, die Vokabel Kapitalismus als kritische Vokabel, als kritisches Wort, von dem man sich absetzt, als etwas, was man nicht haben will, als etwas, was man kritisiert und wegstößt von sich, gegen das man sich absetzt. Dieses Wort hat Kraft, performative, also das Wort zu äußern, regt zu wild Gedanken an. Mhm. Und diese wilden Gedanken betreffen eben, wie gestaltet man das eigene Leben anders. Das kann ein sehr kreativer Prozess sein. Finde ich auch. Also das finde ich auch. Also überhaupt die Auseinandersetzung damit ist ja immer lohnend. Also das Ergebnis, das ist dann erstmal eine zweite Sache. Aber zu sagen, will ich das so? Ist das eine Lebensform, eine Wirtschaftsform, die ich mir für mich und mein Leben wünsche, wenn ich jetzt vielleicht 18, 19 Jahre alt bin und in die Zukunft gucke? Mhm. Finde ich richtig und wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Und dann auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch unter reiferen Denkern immer wieder die Beobachtung, dass eine politisch durch ohne Gesetze ungehemmte Entfaltung der wirtschaftlichen Interessen als solche fatale Konsequenzen haben kann. Also ich denke daran, wenn man sagt, man sollte den Kapitalismus einhegen mit Gesetzen, sonst laufen wir Gefahr, dass die Unternehmen die Arbeitnehmer allzu sehr ausbeuten. Mhm. Oder wir sollten den Kapitalismus einhegen mit Gesetzen, weil wir sonst Gefahr laufen, dass die Wachstumsidee dahinter die natürlichen Ressourcen unbotmäßig oder zu schnell ausbeuten und aufbrauchen. Aber solche Gesetze gibt es ja durchaus auch. Ne? Ja, absolut, wir haben ja... Es ist ja nicht so, dass wir im Kapitalismus leben. Das Erste, was du eben erwähnt hast, ne, das Verhältnis Arbeitgeber-Arbeitnehmer ist ja weitgehend im Arbeitsrecht geregelt, mit guten Schutzmechanismen auch für die Arbeitnehmer. Ja. Ne? Und in einem Geist der Gesetze, den wir irgendwie so sozialdemokratisch nennen und freiheitlich, liberal, mit der Einschränkung, dass wir sagen, es ist geboten, Solidarität zu üben. Es ist aber auch geboten, Ausgleich zu schaffen, wo Ungerechtigkeit ist. Die Verpflichtung des Eigentums, ne, ist ja ein tiefer Gedanke unseres Grundgesetzes schon. Genau das. Es ist ja falsch. Deshalb sage ich, es ist denkfaul. Mhm. Und ich bin damit nicht allein. Es ist eine allgemeine Kritik an überhaupt linker Theorie, dass sie allzu schnell Begriffe aus dem 19. Jahrhundert herzaubert, die entstanden sind in der Auseinandersetzung mit einer Realität, die es so nicht mehr gibt. Mhm. Also der wilde Manchester-Kapitalismus, den Friedrich Engels und Karl Marx dort beschreiben, den man irgendwie sehen kann, also auf alten Fotos mit diesen wirklich furchtbar geknechteten Menschen, die ja schon keine Bürgerrechte hatten,
weil vor der Gründung der Republik und so, das gibt es ja gar nicht mehr. Mhm. Und seitdem sagen gebildete Menschen mit Nobelpreisen, gab es mehrere Kapitalismen. Okay. Also das, die Wirtschaftsform von damals bis heute hat mehrere Transformationen und Wandel durchgemacht. Und ist ja vielleicht außerdem auch nicht überall gleich. Also auch wenn es viele Staaten auf der Welt gibt, wo man so im ersten Außenblick, Draufblick sagen würde, das ist ein kapitalistisches System, sind die ja doch, variieren die ja doch nochmal sehr stark. Absolut. Selbst in Europa variieren die ja. Mein Blicke nach China, ja. Das sind ja mittlerweile die Meisterkapitalisten. Das ist auch verrückt. Ja, wirklich, das liegt daran, dass sie, also Kapitalismus jetzt verstanden als das Anlegen von erwirtschafteten Erträgen in die Zukunft zur Vergrößerung des und so fort. Also die Idee, das Vermögen nochmal zu vergrößern und nur nicht sozusagen allen erwirtschafteten Gewinn an die am Produktionsprozess Beschäftigten auszuzahlen, so. Sondern einen Teil des Gewinns zurückzuhalten im Privateigentum, um damit weiter das Geschäft noch auszubauen, in anderen Branchen zu investieren. Über Kapitalismus, da werden wir nicht machen, sage ich gleich, aber da könnte man ja geradezu eine Podcast-Reihe machen. Also wie gesagt, da kann man ein Studium zubelegen und abschließen. Wir kommen so, während wir darüber reden, kommen mir dann immer Gedanken, die ich vorher vielleicht so gar nicht hatte. Ist ja auch schön. Und, Ziel erreicht. Ja, Ziel erreicht. Und ich habe mich gerade so gefragt, brauchen wir Kapitalismus? Also brauchen wir das? Ist das eigentlich etwas, gerade wie du das beschrieben hast, das Anliegen für die Zukunft? Da ist ja so ein Gedanke dabei, dass das aus dem Mangel heraus entstanden ist. Also, weil wenn ich immer alles habe, was ich brauche, brauche ich das ja nicht. Selbstverständlich. Das weiß ich aus eigener Anschauung im ersten Semester Volkswirtschaft. Ja. Mangel ist die Grundvoraussetzung der, sozusagen des Menschseins, insofern er gegenüber anderen Menschen auftritt und sein Leben sichern möchte. So. Genau, und damit der... Damit das kapitalistische System funktioniert oder das Passende ist, ich will das gar nicht so, das Passende ist, muss es ja auch immer Mangel geben. Und wenn es meinetwegen jetzt nicht genug Mangel an Wohnraum gäbe oder gibt, dann muss man an irgendwas anderem Mangel schaffen zur Not. Ja, ja. Das führt uns immer sehr weit, weil der Kapitalismus ist bei uns dasjenige System, was etabliert worden ist, um dieses Problem zu lösen. Und wir können das jetzt natürlich hinterfragen, insofern brauchen wir das. Aber worüber reden wir dann eigentlich? Wir reden dann über eine echte Alternative. Ist die in Sicht? Genau. Ich glaube nicht. Da hast du recht. Also ich sehe sie nicht. Nein. Falls unsere Zuhörer da Ideen haben, bitte gerne kommentieren. Ja, ich denke, die Menschheit braucht vielleicht auch neue. Absolut. Also eine Transformation. Ich spreche nicht von Revolution. Nein, ich verstehe. Und Transformation, anders geht es ja so, also passiert ja immer. Und das Neue kann eben nicht das bloße Negieren des Alten sein. Ja. Dass man sagt, das nicht und was dann. Wenn wir gerade blicken, dass der künstliche Kosmos, den die Menschen geschaffen haben, ja jetzt deutlich unsere Erde so schnell verwandelt, dass sie in Zukunft in Teilen nicht mehr bewohnbar ist, und wir keine Alternative zu dem wirtschaftlichen System haben, das diesen künstlichen Kosmos mit beeinflusst, brauchen wir eine Art, es zu bewältigen. Also ich denke daran, dass es in den letzten Jahren mehr und mehr ein Umdenken dahingehend gab, dass man die Kosten der Produktion, die entstehen durch die Ausbeutung der Umwelt, mit einpreist. Hm. Ich halte das für einen sehr wichtigen Gedanken, damit umzugehen, dass wir dass sozusagen die Kosten der Produktion, die von Natur herkommen, also die Flüsse, das klare Wasser, die Luft, die Ressourcen, die nicht unendlich verfügbar sind und dass wir einen Fehler gemacht haben in gewisser Weise, unsere Vorfahren einen Fehler gemacht haben und den produzierenden Gewerben in der Vergangenheit, vor 100 Jahren, erlaubt haben, ihre Abwässer und ihre Abgase einfach so in die Umwelt hineinzublasen. Den Gedanken hat man einfach noch nicht gehabt, so weil die Tausenden von Jahren vorher das kein Thema war. Ja. Und ich denke, die Menschen, die mit diesen Neuerungen konfrontiert waren, so überwältigt davon waren, was einfach einmal auf einmal möglich ist. Und
welchen Wohlstand in Anführungsstrichen, also zumindest einen materiellen Wohlstand, das nach sich zieht, dass man an sowas einfach nicht gedacht hat. Ja. Das wird eine große Herausforderung für jetzige und nachfolgende Generationen. Aber die Grundlage unseres Wohlstands ist nach wie vor die Art, wie produziert wird. Also, dass wir so große Stückzahlen an Gebrauchsgütern haben können zu so geringen Preisen. Ja. Mit der industriellen Produktion dieser Güter zu tun. Ja. Wer die Industrien abschaffen will, schafft auch gleichzeitig die Zahl der Gebrauchsgüter und verringert die und dreht damit an Preisen. Und ich will nicht mit dem Argument der Arbeitsplätze kommen, aber auch die sind teilweise dann wieder gefährdet. Ja, wir haben jetzt auch wieder weiter sehr über die Art zu produzieren gesprochen, was ja auch richtig ist, was ja auch begriffsprägend ist. Und wir haben aber auch gesagt, das schlägt sich natürlich nieder in der Gesellschaft und in der Art, wie wir miteinander umgehen. In welcher Weise meinst du, schlägt sich das nieder? Was ist so anders, wie wir dann miteinander umgehen auf Beziehungsebene? Ist das wirklich anders? Ja. Es ist vielleicht nicht direkt, dass das Muster des Produzierens sich analog in die Beziehung hinein fortsetzte. Mhm. Das kann man ja nun nicht behaupten. Wir begegnen ja einander nicht als. Die Art, wie wir uns in Beziehungen begegnen, ist ja im besten Fall liebevoll in der Form von Unterordnung unter gemeinsame Ziele, das Aufgeben von Egoismus zugunsten von liebenswürdigen Verhalten und lieber. Ich lächle den Christian gerade an. Das ist schön, das klingt aber sehr nach Idealbild. Ja, natürlich, ich zeichne jetzt nicht die Realität, sondern ich zeichne das Ideal dessen, was wir meinen, was die Substanz von gelingender Paarbeziehung ist. Ja. Das ist nur klar. Und ich will ein Argument damit konstruieren, sozusagen. Ich will ein Argument machen. Ja. Und dieses Argument lautet, die Arbeitswelt, welche kapitalistische ist, fordert von uns Haltungen ab, Tugenden, die sich schwerlich kombinieren lassen oder vereinbar sind mit den Tugenden und den Haltungen, die wir außerhalb der Arbeitswelt für ein gelingendes Leben brauchen. Okay. Ja, also zum Beispiel Stressresistenz, Einsatzbereitschaft und das ein Beispiel, was mir einfällt, ist etwa die nicht regenerierbare Ressource Lebenszeit. Mhm. Ja, die wird gebunden auf der in der Arbeitswelt und dort also und so entsteht doch eben die Frage, wie kann ich ein Leben führen, das gelingt, obwohl ich arbeite? Oder wie kann ich die Anforderungen, die von außen an mich gestellt werden, so... Also ich glaube, es ist nicht die Arbeit. Die Arbeit ist ja was Wunderschönes, also was ja auch eine Ausdrucksform ist. Das gehört ja zu unserem Leben dazu. Also es ist ja immer so eine Frage, wie man Arbeit definiert, ist auch ein großes Thema, mit dem ich mich immer gerne beschäftige. Aber das führt jetzt zu weit. Ich denke gar nicht. Also gar nicht. Arbeit und Kapitalismus ist ja irgendwie, also ich sehe da schon logische Verbindungen. Mhm. Aber bitte führ aus, was du meintest. Ja, also bei der Arbeit sehe ich das so, aber das ist natürlich auch geprägt dadurch, dass wir in einem System leben, wo Arbeit immer mit Entgelt verbunden ist. Das ist ja ganz oft unser Arbeitsbegriff. Ne? Wenn jemand sagt, er geht zur Arbeit, dann stellen wir uns ja alle vor, ich würde was glaube ich sagen, fast alle stellen sich dann vor, dass der jetzt irgendetwas macht, wo er Geld für bekommt. Und das finde ich eigentlich ziemlich absurd, weil Arbeit ist ja erstmal Arbeit. Also, ja, Arbeit ist irgendwie das planvolle Umsetzen von Zielen. Von Zielen. Und das kann auch sein, dass ich zu Hause den Tisch decke. Also ob ich jetzt zu Hause den Tisch decke oder in einem Restaurant, wo ich angestellt bin, habe ich ja die gleiche Tätigkeit. Und mit Arbeit setzt du etwas um, was die Welt verändert. Du setzt ein Produkt in die Welt sozusagen. Produkt genau, ist ja erstmal was ein formaler Titel für das, ja, was aus Arbeit entsteht. Genau, das ist aber real.
ist es überhaupt kein Unterschied, was ich den ganzen Tag mache vielleicht und der Teil, wo ich Geld für bekomme. Also es ist vielleicht noch ein bisschen spezieller, je nach Beruf. Ich operiere vielleicht zu Hause nicht am offenen Herzen oder so. Aber bestimmte Dinge, ich tue Dinge, ich verändere Sachen, ich bewege mich, ich mache Sachen. Und das ist eben auch Teil von Kapitalismus, dass wir immer nur dieses Denken haben, ich muss dafür etwas bekommen. Das stimmt, wir sehen Lohnarbeit als wertvoll an, während wir Arbeit, für die wir nicht entlohnt werden, im Sinne von Geld dafür bekommen, von unserem Arbeitgeber, nicht so hoch schätzen. Und es kommt noch dazu, wenn wir dafür mehr Geld bekommen, ist das bedeutender. Mhm. Und die Menschen, die mehr Geld bekommen, werden von vielen auch als bedeutender wahrgenommen und nehmen sich selber manchmal auch als bedeutender wahr. Also diese Lohnstruktur und die Entlohnung hat selbst nochmal Einfluss auf soziale Prestige im Kapitalismus. Und auch auf den Umgang miteinander. Mhm. Und da meine ich jetzt, ist eben auch Gesellschaftssystem. Mhm. Ne, da könnte man ja philosophisch so ansetzen und da mal hinterfragen, ob dieses Denken auch berechtigtes Denken ist. Logisch ist es wahrscheinlich nicht. Also werfe ich jetzt mal so in den Raum, nur weil jemand vielleicht einen Rap-Song gemacht hat, der ganz oft angeklickt wird oder oft verkauft wird, ist der ja als Mensch nicht mehr wert, als irgendjemand, jetzt komme ich natürlich mit dem Totschlagargument, der in der Pflege im Seniorenheim ist. Ja, du spielst ja jetzt auf Würde an und Würde ist ja was Universelles. Ja, ich spiele aber nicht nur auf Würde an, ich spiele auch darauf ein, dass dieser Mensch gesellschaftlich in der Regel für die meisten bedeutungsvoller und wichtiger ist und ich will gar nicht sagen, dass die dem anderen Menschen, der in der Pflege arbeitet, die Würde absprechen, aber per se ist die Identität von dem anderen erheblicher. Ja, wenn man ihn eben in Zweck-Mittel-Relationen bewertet, also wenn man ihn als Teil, als gelingenden Teil einer gesellschaftlichen Institution sieht, könnte man ja schon sagen, ein Mensch hat einen Zweck und eine Funktion. Ja, natürlich kann man sagen, hat das, was ein Mensch tut, eine besondere gesellschaftliche Relevanz. Das finde ich auch noch irgendwo nachvollziehbar, da anzuknüpfen, dass man sagt, das ist ein Mensch, der hat bestimmte Fähigkeiten, die er sich vielleicht lange erworben hat und hat damit eine erhebliche gesellschaftliche Relevanz, die nur ganz wenige Menschen ausüben können. Das ist zumindest für mich ein logischer Anknüpfungspunkt. Aber eben nicht, wenn er Dinge tut, die vielleicht ganz populär sind, aber keine echte gesellschaftliche Relevanz haben. Und unser Anknüpfungspunkt in unserer Gesellschaft, dabei geht es ja nicht um gesellschaftliche Relevanz, sondern um Berühmtheit oder um viel Geld haben. Und ich glaube, dass sich das auch auf Beziehungen durchschlägt. Also ich weiß nicht, wie das andere für Erfahrungen machen, aber dass es auf einmal wichtig ist, was Grundschulkinder für Kleidung tragen, wie teuer die war. Ob man dann eher mit denen spielt oder eher die zur Freund oder zum Freund oder zur Freundin haben möchte. Und ich finde, da schlägt sich ein Wirtschaftssystem ganz extrem in das Denken und Fühlen von Menschen nieder. Ja. Nun kann man seine philosophischen Erkenntnisse daran üben. Das war ja der Vorschlag unseres Zuhörers. Ja. Wie kann man das bei den Grundschulkindern? Also ich glaube, das Erste ist schon mal, selbst mit einem Grundschulkind darüber so zu sprechen, ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung mit Grundschulkindern, dass es diesem Kind bewusst ist. Also bewusst machen. Und das ist relativ unabhängig davon, ob es tatsächlich teure Sachen anhat oder nicht. Aber dass es selber ein Bewusstsein dafür hat, dass es nicht seine Identität ist, was es anhat. Und auch nicht die Identität von dem Kind neben ihm. Und ich bin da nicht die Verfechterin, die sagt, das muss jetzt in Sack und Asche gehen, um sich abzuheben und sehr individuell zu sein. Auf gar keinen Fall. Aber das Erste ist wirklich bewusst werden. Und wenn es einem bewusst ist, dann besteht ja vielleicht mal die Möglichkeit, vielleicht jetzt nicht gerade bei 7-jährigen Kindern, aber vielleicht schon bei 14-, 15-Jährigen, dass so in der engsten Peer Group darüber gesprochen wird und anderen das auch bewusst wird. Und das soll überhaupt gar nicht die Freude an materiellen Dingen mindern. Das ist ja, wenn einer sagt, ich mag eine bestimmte Schuhmarke, Pullovermarke, ein bestimmtes Auto, was auch immer.
dann freue ich mich, wenn jemand sich das kaufen kann und daran Freude hat. Wichtig finde ich nur, dass er es einordnen kann, dass er nicht das Auto ist und dass er nicht deswegen mehr wert ist. Es ist nice to have. Das ist, ich sage ja immer, das ist bestimmt schon von mir gehört, das ist wie mit bunten Glasperlen, die sind wunderschön anzuschauen und haben keinen Wert in sich. Und damit, ich denke, das ist so ein Ansatz, auch bei jungen Menschen, aber dann gibt es sicherlich noch mehr Dinge, die man da üben kann. Und überhaupt könnte man ja auch denken, wir könnten, wenn wir eine richtige Philosophie haben, sie daran testen, ob wir es in diesem Leben, was wir führen, auch zu einem gelingenden Leben bringen. Oder woran testet man Philosophie? Kann man überhaupt so reden? Also ich denke schon. Und unser Zuhörer hat ja von im Zusammenhang mit der Stoa kommentiert. Ja. Und ich dachte, vielleicht denkt er daran, dass man diese stoischen Übungen, diese Übungen in Gelassenheit vielleicht auf der Arbeit anwenden könnte. Da siehst du doch bestimmt auch Anwendungsgebiete. Absolut. Ich glaube, das brauchen wir. Das brauchen wir alles. Das ist ja ein Thema, ne? Was so. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass so Einzelgebiete aus philosophischen Modellen genommen werden und dann so sehr populärwissenschaftlich an den Mann gebracht werden. Mhm. Ne? So Gelassenheit im Arbeitsleben. Und genau, wie man als Stoiker wird. Ja. Ja, also eines, um das vielleicht mal auszuführen. Ich denke schon, dass das sinnvoll ist, die stoische Philosophie auch darin einzuüben, dass man sie, egal wo man lebt und egal wie man gerade lebt, sich immer wieder vor Augen hält. Das ist ja dieses, das war bei allen Lehrern der Stoa schon in der Antike so, hab etwas griffbereit. Und was hast du griffbereit? Erstmal die oberste Regel, unterscheide, was du beeinflussen kannst und was du nicht beeinflussen kannst. Also achte immer darauf, was du beeinflussen kannst. Und wenn du schon in der Lehre der Philosophen weiter bist, weißt du, das Einzige, was du beeinflussen kannst, ist dein Beurteilen. Wenn du also in eine Situation gerät, wo du irgendwie gehemmt wirst, wo dich jemand zornig macht, herausfordert, achte erstmal auf deine Gefühle, achte auf deine Gedanken und dann unterscheide. Was kannst du jetzt tun, was kannst du nicht tun? Wie, das klingt so simpel und das ist so viel. Also das sind jetzt so ein paar Sätze, wenn man die so hört, denkt man, ja. Genau, das ist eben nur das Satzartige, das ist das Gesprochene, das ist nur das Logische. Ja. Das Ethische dahinter ist die Übung. Das Ethische kommt nicht allein durchs Sprechen. Das Ethische hic rhodos hic salta hieß es damals. Also hier ist Rhodos, hier musst du springen. Du darfst uns nicht immer erzählen, wie man springt, sondern jetzt zeig, wie es geht. Oder wie Epiktet, der Stoiker, immer gesagt hat, die Olympischen Spiele beginnen jetzt. Ja. Ja, also du musst sozusagen die Lehre übertragen in dein Leben. Und das bedeutet, üb bewusst die philosophische Lehre ein. Also halte dich immer daran. Such dir 2-3 Momente im Tag, wo du es kannst. Du hast einen Kollegen, der unverbesserlich ist, der macht immer Fehler. Unterscheide. Wo kannst du etwas verändern? Wo kannst du nichts verändern? In seiner Urteilsstruktur kannst du ohne weiteres nichts verändern. In der Art, wie das Unternehmen funktioniert und wenn er damit weiterkommt, kannst du ohne weiteres nichts sein. Was kannst du aber verändern? Hast du alles getan, was du tun kannst? Bist du dir darüber im Klaren, dass du dein Bestes gegeben hast? Wenn das ist, dann kannst du da nichts weiter machen. Musst du dich darüber aufregen, dass er ständig einen Fehler macht? Wäre das nicht irgendwie Perlen vor die Säue oder so? Das ist ja so, ja, du hast recht, du hast recht. Und das ist ja, das erleben wir wahrscheinlich alle, der Kollege, die Kollegin, Vorgesetzter, der irgendwas in uns so triggert. Ja. Und wir werden wütend oder wir regen uns auf. Und das ist ja das, was auch auf den Tag so schwer macht. Und das ist ja manchmal nicht mal so hoch angesetzt, dass da ein Fehler vorliegt, der jetzt das ganze Unternehmen hemmt, sondern der sagt immer wieder irgendeine bestimmte Bemerkung an irgendeiner Stelle
oder spricht immer wieder schlecht über irgendjemanden an irgendeiner Stelle. Das sind ja meistens diese kleinen Sachen, die den Tag so holprig machen. Und da, das, danke, dass du daran nochmal erinnerst. Eine der berühmtesten Übungen ist ja der Blick von oben, ja, aus der Antike. Also den sollte man wohl immer beherzigen. Deshalb, also nochmal, was ist das? Das ist einfach eine Übung im Perspektivwechsel. Ja. Man kann es immer und stets einüben als erstmal abstrakte Übung für sich, ohne eine Übungssituation vielleicht im konkreten Leben zu haben, sondern eher in so einer Art von Meditation, indem man sich denkt, zunächst betrachte ich mich, wie ich sitze. Und zwar erstmal finde ich in mir ein Zentrum. Ich atme erstmal und werde mir bewusst, dass ich gerade atme, bin also ein bisschen aufmerksam. Und dann gehe ich weiter und das ist jetzt eine imaginative Übung. Ich visualisiere also vor meinem geistigen Auge etwas, und zwar beginne ich mich zu visualisieren, wie ich sitze in dem Raum. Ich gucke mich sozusagen von oben an. Dann bin ich so auf der Höhe der Decke etwa und denke, wie ich hier sitze. Und dann beginne ich mal weiter den Fokus zu verändern und gehe nicht nur über die Decke, sondern auf das Hausdach und denke mich in dem Haus sitzend und atmend eben jetzt, wie ich bin. Und vom Hausdach kann ich dann so ein bisschen höher, so auf Höhe der Fernsehtürme gehen und gucken, wo das Haus liegt. Ich sitze in einer Gegend und atme und denke, und dann kann ich weiter in meinen Gedanken gehen und kann auf die Höhe der Satelliten gehen, vielleicht schon. Ich sehe dann den Kontinent, auf den ich denke und atme. Und dann gehe ich vielleicht noch ein bisschen weiter und sehe den Planeten, auf dem ich denke und atme. Und dann vielleicht noch weiter, wie weit die Imagination auch geht. Und dann halte ich für einen Moment inne. Und dann setze ich die Reise rückwärts wieder fort. Und dann sehe ich wieder den Planeten, auf dem ich bin, und den Kontinent und die Gegend, das Dach. Und dann bin ich wieder bei mir. Und interessanterweise war diese Übung über Jahrhunderte in der Antike in allen philosophischen Schulen bekannt. Es ist eine von vielen. Und sie hilft dabei, sich auch im Alltagsgeschehen, wo es hektisch ist und schnell, etwas von den Dingen zu distanzieren. Während der andere spricht, kann man dann plötzlich sich sagen, ach ja, der ist ja jemand, der einfach gerade die Luft anwärmt mit seinen Worten, die aus seinem Körper kommen. Kann man ja einfach mal machen. Man kann ja zuhören und gleichzeitig sagen, schau mal, mit stiller Stimme im Hintergrund, schau mal, da ist also ein Mensch, ein lebendiges Wesen, das spricht mit mir. Mhm. Man kann so ein bisschen ich will nicht sagen, die Realität aus der Situation nehmen, aber so ein bisschen so. Einen anderen Blick auf die Realität, genau, das ist ja auch eine Realität. Ne? Man kann sein Befangensein, sein emotionales Befangensein, das kann man damit distanzieren. Das ist total hilfreich. Wenn man das mal so einüben möchte, diese Übung zu visualisieren, dass ich hier sitze auf dem Planeten, das hilft einfach so ein bisschen aus meiner Ich-Perspektive herauszukommen. Und wenn man das einmal geschafft hat, dann kann man das anwenden. Das wird einen selbst erstaunen. Man kann das aber anwenden auf sehr viele verschiedene Bereiche. Man löst so dieses starre, ich bin jetzt hier und ich kann nicht anders. Mhm. Und ich muss alles, was um mich herum geschieht, gleich mit Emotionen beantworten. Kann man etwas auflösen zugunsten einer Haltung, die man ein bisschen als achtsam vielleicht beschreiben kann. Als eingebunden. Das gefällt mir gut und ich hänge jetzt gerade noch an zwei, drei Wörtern, die du gesagt hast. Also die Übung sehr gut, ist wirklich zu empfehlen. Und an einen Punkt zu kommen, dich für jede Situation mit Emotionen zu beantworten. Das hast du gerade gesagt und das resoniert ganz stark in mir. Denn ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht sind wir jetzt ein bisschen weg vom Kapitalismus, aber es geht ja auch um Übungen, wie kann ich im Alltag mich auch verhalten. Und ich glaube, es ist einerseits wichtig mitzubekommen, dass es eine Emotion gibt, dass mein Gegenüber was sagt oder dass ich was erlebe, was eine Emotion in mir hervorruft. Und auch irgendwann sich mal die Zeit zu nehmen, zu schauen, was ist das eigentlich? Warum bekomme ich an solchen Stellen immer so eine Emotion?
oder warum ist die so stark? Warum ist bei der Person, kennen wir ja vielleicht auch, wir haben alle so Menschen, wenn die was sagen, da kommt eine besonders starke Emotion. Aber gleichzeitig es gelingen zu lassen, diese Emotion nicht sofort nach außen zu tragen. Das finde ich eine Herausforderung. Und ich glaube, da gibt es auch durchaus eben diesen philosophischen Ansatz zu sagen, jetzt gucke ich mir mich auch mal an. Ob ich das jetzt in der Form mache, wie du das beschrieben hast, aber wirklich das nicht zuzulassen, weil ich glaube, dann bekommen Situationen nur eine Eigendynamik. Weil der andere ja dann auch wieder mit einer starken Emotion gegebenenfalls reagiert. Kann ich mir persönlich auch sehr zu mir nehmen, gelingt mir auch nicht immer, muss ich ganz klar sagen. Es ist etwas, was sicherlich in meinem Leben durchaus ein Thema ist. Je älter ich werde, umso besser gelingt mir das, aber halt nicht immer. Und man darf ja auch immer noch streben. Man darf ja immer noch streben danach, ja, Dinge zu verbessern. Ja, ich bringe auch da die Stoiker in Erinnerung. Die hatten ja ein ganz klares Bewusstsein von Fortschreiten und Fortschritt in solchen Sachen. Ja. Man ist ja nicht sofort weise, man wird ja nicht sofort ein anderer. Das ist ja so ein Tigersprung zu erreichen und sein Wesen grundlegend zu ändern. Das gelingt nur durch Übung. Und das ist eben Fortschreiten und verfehlen, scheitern, wieder versuchen, erneut streben, den Vorsatz nicht fallen lassen. Und diesen Prozess nannten sie eben das Fortschreiten und sie nannten sich alle die Fortschreitenden oder die Übenden. Mhm. Und sie hatten immer ein Ideal vor Augen. Das war der weise Mann, der weise Mensch, der dieses Ideal war so hoch, so wie Jesus Christus oder so. Es war immer ein Ideal. Mhm. Aber man darf ja man braucht ja in gewisser Weise Ideale und das kann man daraus auch schöpfen. Man wird so wie einen idealen Kreis, wird man niemals in dieser Welt darstellen können. Es gibt immer irgendwelche Fehler. Aber es muss ja nicht perfekt sein, was du als Handlungsform in die Welt bringst. Aber wenn du dein Handeln an einer Form, die ideal ist, ausrichtest, kannst du zumindest gut genug handeln. Du kannst die Form in gewisser Weise so zeigen, dass sie schon sichtbar wird. Das ist sehr, sehr, also. Und das ist ja auch Teil eines Selbstentwurfs. Der Selbstentwurf ist ja, wer will ich sein und wie will ich das auch sein? Oder wie will ich auch dahin gelangen? Und das verändert sich ja auch dann durchaus vielleicht noch mal im Leben. Dann lass uns doch mal den Bogen finden zum Kapitalismus. Ja. Der Kapitalismus, sagt man ja, seit einigen Jahrzehnten der intensiven intellektuellen Auseinandersetzung, fordert uns so Charaktermasken ab. Er fordert uns ab, gewinnstrebend zu sein, auch auf der Arbeit, an den Gewinn des Unternehmens, den Fortschritt der Firma zu arbeiten. Man muss ja seinen Charakter den Zielen des Unternehmens unterordnen. Hm. Sonst ist man ja kein guter Mitarbeiter. Angestellter. Genau. Kein gutes Teil des Teams. Ist ja eine Sekundärtugend, dieser Gehorsam in gemeinsamen Zielen. Mhm. Ohne Frage. Aber sind die Ziele jetzt die richtigen? Ich denke, das ist immer der Stoßpunkt der intellektuellen linken Theoretiker, wenn sie sagen, der Kapitalismus fordert uns ein falsches Denken ab, einen falschen Charakter zu. Wollen wir auf der Arbeitswelt jetzt wirklich der ideale Kapitalist sein? Wollen wir sozusagen diese allglatten Typen sein, die ganz genau wissen, was sie wo machen müssen, um erfolgreich zu sein? Mhm. Ich denke, Philosophie ist immer der Stachel. Ja. Der Stachel im Fleisch sozusagen. Was sagen wir dazu? Ich verstehe das, was du sagst. Ich glaube, ich verstehe das. Und ich glaube, das ist nicht für alle Berufssparten gleich. Weil nicht jeder ist Vermögensberater oder Broker oder weiß ich nicht, wo das in Idealform ist, keine Ahnung. Die Kindergärtnerin muss sicherlich nicht allglatt sein.
Die braucht andere Fähigkeiten. Und die arbeitet auch, wenn ich das mal so nur begrifflich sagen darf, die arbeitet ja auch nicht in kapitalistischen Zusammenhängen. Gut. Also dann kämen wir ja erstmal dazu, was sind nur handelnde und produzierende Unternehmen, kapitalistische Unternehmen? Ja, ich denke, im Sinne von, in so einem engen Sinne, ja. Also so Berufsgruppen, die den Helferberufen angehören, sind insofern nur darin beschäftigt, als vielleicht das Unternehmen selbst sich reinvestieren möchte. Man denkt an Krankenschwestern oder sonst wie im Gesundheitswesen arbeitende. Man kennt das ja, die Klinik ist irgendwie eine Kette und deshalb muss es so... Da gibt es einen Personalschlüssel. Ja, ne? Deswegen, genau sowas. Ja. Also sowas, dem ist man dann auch unterworfen. Und das hat natürlich einen kapitalistischen Hintergrund, weil es wirtschaftlich funktionieren muss. Da hast du recht, aber die einzelne Person ist davon nicht so betroffen, außer es ist der Verwaltungsdirektor oder die Verwaltungsdirektorin. Ja, stimmt, ja. Die müssen halt schauen. Andere müssen andere Sachen machen. Gut, jetzt schauen wir mal Produktion. Und da ist es sicherlich dann auch so bei der Produktion, ist es sicherlich wichtig oder da geht es sicherlich um die Frage, an welcher Stelle sitze ich da? Habe ich überhaupt diese Entscheidungsgewalt? Ja. Bin ich total abhängig, weil ich irgendwo stehe, wo ich eine bestimmte Schlagzahl habe oder wo ich Brot ausfahre auf einer bestimmten Tour? Oder das ist ja analog zu dem, worüber wir im Krankenhaus gerade gesprochen haben. Also gibt es im Endeffekt, wenn wir uns ein Land wie Deutschland anschauen, bei den vielen Beschäftigten, die wir in einem Land wie Deutschland haben, eigentlich nur eine kleine oder eine bestimmte Gruppe, ob die klein ist, weiß ich gar nicht. Ja. Aber eine bestimmte Gruppe. In Führungspositionen. Ja, oder so in bestimmten, vielleicht wenn ich Versicherungen verkaufe. Ich weiß es nicht, habe ich noch nie gemacht, keine Ahnung. Wo ich bestimmte Fähigkeiten haben muss, die in diese Richtung gehen würden. Ja. Und wenn wir uns das dann angucken, habe ich noch nie drüber nachgedacht, kommt jetzt gerade so. Ich glaube, das sind maximal die Hälfte der Beschäftigten. Weil wenn ich mir ganz viele Branchen angucke, ne, also so Bildungsbranchen, Verwaltungsbranchen, ne, also der Fiskus, ne, der sich so selbst, oder die Verwaltung, eine Führerscheinbehörde oder die Bundesagentur für Arbeit, die müssen das also ja nicht machen. Dann wird es ja auch interessant, darüber kann man auch mal nachdenken, habe ich jetzt noch nicht, tue ich jetzt in diesem Moment, dass im Endeffekt dann doch eine relativ kleine Gruppe dieses Gewicht hat und diesen starken Fokus. Ne, der Fokus könnte ja auch genau auf dem anderen liegen, dass man sagt, wir haben unglaublich viele Berufsgruppen und Tätigkeiten, wo das gar keine Rolle spielt und wo wir uns ganz anders entfalten können. Und wir haben so eine bestimmte Gruppe von Menschen, die vielleicht auch dafür besonders geeignet sind, das ist ja auch prima, das sollen die ja dann auch machen, die diese Art von Motor sind, um das voranzubringen. Ja, und denen wird eine gewisse Charaktermaske abgefordert. Also die Berufsaufgaben, die in ihrem Metier sich stellen, fordern ihnen gewisse Fähigkeiten oder Talente ab. Aber das ist für mich die Frage, ist das wirklich so? Also das ist jetzt eine ergebnisoffene Frage. Jetzt komme ich mal wieder zu der Kindergärtnerin. Ja. Der wird ja auch eine Maske abgefordert, der Empathie und. Absolut. Und jetzt gehe ich mal davon aus und sage so, die hat gar keine Maske auf, die ist so. Also es ist ein wesentlicher Bestandteil ihres Wesens. Ach so. Sonst hätte sie das gar nicht gemacht. Gut, dann müssen wir jetzt tiefer graben. Ich meine ja Personalität. Ja, aber dann ist hier die Frage, die Menschen, die sich... Wir haben ja gerade gemerkt, es gibt ja eine Vielzahl unterschiedlicher Berufstätigkeiten. Und wenn ich das aussuche, wenn ich jetzt der Broker werde, ich nehme dieses Larifari-Beispiel, vielleicht habe ich gar keine Maske auf, sondern vielleicht bin ich das. Vielleicht möchte ich genau das. Vielleicht entspricht das ganz besonders meinem Wesen. Ja, und dennoch wähle ich ja frei die Rolle, die ich einnehme. Und das macht mich ja zu einer Person. Und also die freie Wahl liegt dann begründet vielleicht in irgendwelchen Neigungen, die man hat oder sonst die Sozialisation, was weiß ich. Man weiß ja gar nicht so genau, was wirklich so tief psychologisch bestimmend ist für die Wahl der Berufsrolle, die man dann später annimmt. Das ist ja auch ein Zufall. Also eine allgemeine Erfahrung sagt, das kann ein Zufall sein, das kann Talent sein, das kann ein Tipp der Mutter sein oder was auch immer. Aber ja, womit ich mich so ein bisschen gegen wehre, ist zu sagen,
Menschen werden durch den Kapitalismus, ich nehme jetzt mal wieder dieses große Wort, gezwungen, eine Maske aufzusetzen und sich zu verbiegen. Weil da könnte man ja auch sagen, weißt du, dann mach doch was anderes. Ja. Du brauchst dich ja gar nicht verbiegen. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte eben nicht Anzeigen verkaufen oder irgendwelchen Leuten Versicherungen verkaufen, die sie nicht brauchen, wobei ich nicht sagen möchte, dass Versicherungsverkäufer so etwas tun, aber es gibt vielleicht solche Leute. Ich möchte nicht am Telefon Leute anrufen, dann lasse ich das. Das muss ich ja nicht machen. Ja. Wir haben ja so ein soziales Netz, dass ich auch nicht auf der Straße verhungere, wenn ich das nicht mache. Das ist bei gleichzeitig, du sprichst von dieser Freiheit, die man hat. Sicherlich hat man die metaphysisch. Also man hat sie sozusagen grundlegend, kann man sein Leben jederzeit wandeln. Aber das muss man in Einklang bringen mit seinen anderen Grundeinstellungen zum Leben. Etwa der Grundeinstellung zum Besitzen von Geld. Genau. Da kommen wir, ja, und jetzt, ich glaube, jetzt kommen wir nämlich mit zum Kernpunkt. Ja. Das ist nämlich dann so ein bisschen so, als wenn man sagt, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ne? Ja. Also man muss natürlich auch mutig sein und sagen, man muss zu Überzeugungen stehen. Und wenn ich die Überzeugung habe, dass ich das nicht machen möchte, dann kann es nicht darum gehen, ob ich da mehr Geld verdiene oder nicht. Ja. Und wenn Menschen in der Lage sind, Überzeugungen zu bilden, das ist ja erstmal schon, da gehört ja schon was zu, haben wir immer schon gesagt, da muss man ja was mitbringen, da muss man auch ein bisschen geschult drin sein, eine Überzeugung zu entwickeln für sich. Mhm. Und dann möchte ich gerne, dass man zu diesen Überzeugungen steht. Das ist doch mal richtig philosophisch. Erstens eine Überzeugung entwickeln, und zwar eine klare, und dann dazu stehen. Mhm. Das ist ja auch ein Einüben dieser Überzeugung. Ja. Und ein sozusagen wahrhaftig sein in seinem Handeln, indem man in Gedanke und Tat in Übereinstimmung bringt. Und es wird immer so sein, dass wenn ich das tue, auch Türen zugehen. Ja. Dann ist das eben so. Schön gesagt. Christian lächelt. Jetzt haben wir so... So 10 Minuten vor einer Stunde. 10 Minuten vor einer Stunde, aber so... ich habe fast alles gesagt, was mir jetzt gerade wichtig war. Wie war es denn bei dir? Ich glaube auch. Es ist so, dass sich dieses Gespräch heute doch sehr fruchtbar entwickelt hat. Finde ich auch. Ich habe vorher so gar nicht gewusst... Das ist ja auch immer spannend, ne? Also das wissen unsere Zuhörer ja nicht, aber ich zumindest nicht, weiß meistens gar nicht, wohin wir segeln. Und es ist, wir haben eben kein Skript. Kein Skript. Ja. Und wir schneiden nichts, sondern, das merkt man glaube ich auch. Das merkt man sicherlich. Das merkt man sicherlich. Christian. Bitte. Was machen wir denn beim nächsten Mal? Ja, darüber haben wir vorher auch nicht gesprochen. Haben wir auch nicht gesprochen. Aber wir haben ja noch 10 Minuten bis zur vollen Stunde. Sie können jetzt schon abschalten und vielleicht gleich nochmal anmachen. Genau, oder sich überraschen lassen beim nächsten Mal. Nein, also ich habe jetzt so 2 Richtungen, was ich vorschlagen würde. Zum einen steht ja immer noch das Thema Faschismus an. Das liegt mir sehr am Herzen. Zum anderen wünsche ich mir auch, dass wir, wenn wir entweder jetzt beim nächsten Mal schon oder dann nach dem Thema Faschismus wieder dahin kommen, dass wir wirklich über einen Philosophen sprechen. Ja, das sollten wir tun. Das fände ich sehr, sehr schön. Aber lass uns doch über das nächste Mal nochmal so frei für uns über Faschismus reden. Ja, so frei ist das nicht. Ich glaube, das ist schon ein bisschen, aber gut. Es liegt dir am Herzen. Mir liegt das sehr am Herzen. Und wir kündigen das jetzt schon zum dritten Mal genau. an. Also. So wie unsere Weihnachtsfolge. Ja. Die wir in diesem Jahr unbedingt machen werden. Also, nein, hurra, aber das es am geht Rhein. Um Faschismus. Faschismus, und ich sage doch mit 2 Sätzen, warum mir das so am Herzen liegt. Weil meine Wahrnehmung so ist, dass dieser Begriff oft inflationär benutzt wird. Ich höre, also nicht mir gegenüber, aber an vielen Stellen im öffentlichen Raum, dass irgendjemand ein Faschist ist und dass das Faschismus ist. Und ich glaube, diese Begriffsbestimmung dazu ist nicht so klar für viele Menschen. Ne? Also wer ist ein Faschist? Ja. Nicht derjenige, den ich persönlich nicht mag oder wo ich finde, dass der eine Meinung hat, die ich nicht teilen kann, ist automatisch ein Faschist. Ja, du lachst, aber so ja, wird es manchmal benutzt. Ich denke, letztlich ist das wahrscheinlich die derzeitige Denotation von genau. Faschismus. Genau, und dem wollen wir dann in der nächsten Folge entgegenwirken. Gut. Fein, dann freue ich mich. Ja, ich hatte, ich sage das fast immer, ich hatte wieder viel Freude heute.
Dito. Ich gehe immer freudiger raus als rein. So, selbst wenn ich einen Tag habe, wo der Tag mich schon ein bisschen gefordert hat, freue ich mich immer, wie viel Energie mir das gibt. Und ich hoffe, euch und Ihnen auch ein bisschen. Und ich bedanke mich ganz herzlich, Christian. Bitte, Vera, empfehlen Sie uns doch weiter. Kommentieren Sie uns und hören Sie nächstes Mal wieder rein. Schönen Tag noch, ciao. Bis bald.